Ey, yo, was geht ab? Willkommen zur nächsten Analyse Kijera vs. Schizophrenic. Und ja, fangen wir direkt mal an. Let's go. Also, zunächst bekommt Kijera erstmal einen Minuspunkt für zu spätes Einreichen. Ja, weiter. Die Videos. Kijera. Also, er hat sich vor einem Greenscreen gestellt, sich dann mehrmals aufgenommen, dann noch ein paar Filter benutzt. Ja. Die Qualität der Kamera ist ganz okay. Das Video ist bei mir nur in 720p abzuspielen. Und mir persönlich fehlen die Cuts zwischen den Parts und eventuell noch etwas Kamerabewegung, damit das Video nicht allzu statisch aussieht. Gut war es hier von Jona in der Hook. Hier war das nämlich der Fall. Also hier wurde gecuttet und die Kamera etwas bewegt. Ohne Kamera war klar natürlich. Ja. Schizophrenic. Er hat ein ähnliches Video wie im 16. Finale. Nichts sonderlich Besonderes. Außer vielleicht ein paar, ein, zwei Video-Punches. Dafür ist ja aber die Kameraqualität, Bewegung und die Cuts besser als bei Kijera in den Parts. Auch bei Kelaibo in der Hook sieht das Video alles in allem besser aus als das von Kijera in den Parts. Dennoch muss ich hier ein 2 zu 2 geben, da Kijera ein ganz normales Video, also teilweise ganz normales Video eingereicht hat und Schizophrenic halt eher so Gegenstände und andere Dinge gefilmt hat, was nicht schlimm ist so, aber deswegen halt ein 2 zu 2. So, der Soundpunkt. Den vergebe ich ebenfalls an beide einen, da ich finde, es klingt beides ziemlich gut und sauber. Und ja, deswegen 1 zu 1 in puncto Sound. Kommen wir zur Technik. Kijera reimt gut, ausschließlich im Paarreim, doch überwiegend mehrsilbig und hat ein paar fünfsilbige Reime. Finde ich gut. Schizophrenic reimt im ersten Part auch nur Paarreim, doch sind hier fast nur zweisilbige Reime zu finden. Der zweite Part steigt mit einem unsauberen dreisilbigen Reimkette an. Hier das Beispiel. Runde noch zu sehen. Einzige Problem. Geschehen Windows 10. Ja. Dann geht's weiter mit dreisilbigen Reimen. Dann bringt er einen fünfsilbigen Reim, welcher mein persönliches Highlight in der Runde war an der Technik. Und zwar der Fingerfarben-Lines auf Kindergarten-Vibes. Auch wenn hier Anglizismen verwendet sind, finde ich es trotzdem gut. Ja, alles in allem gebe ich bei Technik dennoch hier ein 2 zu 1 an Kijera. So, kommen wir zum Flow. Beide sind sehr gut flowlich, wie ich finde, dabei. Und daher gebe ich hier auch ein Unentschieden, 2 zu 2. Schizophrenic ist halt eher musikalisch unterwegs und Kijera mehr so in die Fresse. Mit teils ironischer Delivery, vor allem am Ende. Und ja, ich finde beides sehr gut. Und es ist meiner Ansicht nach einfach Geschmackssache, wen man hier besser findet in puncto Flow. Und ja, wie gesagt, deswegen gebe ich ein 2 zu 2. Ja. Teilweise sehr ausgeglichen das Battle, also wirklich unglaublich. Nun kommen wir zur Punchlines, zu den Punchlines. Fangen wir an mit Schizophrenic. Erstmal gebe ich für die Videopunches insgesamt 3 Punkte. Seit neuestem habe ich diese Stimme in meinem Kopf. Sie presst so hart, sie passt nicht mit den anderen in einen Topf. Tausend Stimmen, doch nur eine, die mich quält. Hinter all den Reimen suche ich eine Message, doch sie fehlt. Die Stimme meines Gegners manifestiert in meinem Kopf, muss ich vernichten, denn auf deine Scheiße habe ich keinen Bock. Ich unterbrech mal eben das Schreiben meines Parts und begeb mich eben zielgerichtet auf deine Jagd. So, bis hierhin kann ich vorab schon mal erstmal sagen, sehe ich bisher keine Punchline. Ich sehe aber dafür mehrere Fronts und dafür gibt es natürlich auch Punkte.
Und ja, weiter. Eine Spur, jetzt kann er nicht mehr weit sein. Irgendwo hier muss doch ganz bestimmt sein Heim sein. Am Wohner meinten, nicht weit weg hörten sie schlechte Beats. Und in der Tat, ich treffe auf das wilde Viech. Mit dir zu reden ist ein kläglicher Versuch. Dachte, ich red gegen eine Wand, doch tu es zu. Du scheinst nicht zu schätzen, wer ich bin und was ich tu. Komm, ich versuch mir etwas mehr zu sein wie du. So, und im Anschluss kommen nochmal 4 Lines, die ich nicht so gut fand, wofür es aber trotzdem Frontpunkt gab. Und dann vor der Hook die letzten 4 Lines, das waren mit unter die besseren Lines vor der Hook halt im ersten Part. Und ja, jetzt kommt die Hook. Grammatik ist in deinen Texten nicht mehr drin, dagegen würde Shizu mit seiner Quali gewinnen. Manchmal redest du sehr einem kleinen Kind. Punches wie du geschlecht, meinst du das ehrlich? Shizu hat den Sieg jetzt locker in der Tasche. Strafrechtlich dein, ich hätte ihn trotzdem gewinnen lassen. Diese Runde macht jetzt meinen ganzen Tag perfekt. Du nimmst anderen das Spielzeug und ich dir die Punches weg. Yo, für die Hook von Kelebo habe ich insgesamt nochmal 2 Punchline-Punkte verteilt. Da es erstens nur ein Feature ist und zweitens die Hook halt. Ja. Weiter mit dem Part. Mich kriegen wir seine Runde noch zu sehen. Seine Dummheit ist nämlich nicht das einzige Problem, denn der Wandel der Technik ist gerade über ihn geschehen. Er fragt sich, wie rapp ich nochmal, brauch ich dafür Windows 10? So, hier steigt Schizophrenic sehr gut ein. Ich habe dafür auch für die 4 Bars insgesamt 5 Punchline-Punkte vergeben, weil die mir so gut gefallen haben. Weiter geht's. Yara sagt, er muss sich fürs Turnier nicht einmal anstrengen. Doch ich mach mir Sorgen, ob er den Computer anbekommt. Was für Leute, denn alleine wirst du's nie bringen. Oder weit im Discord, Emergency Meeting. In deiner Welt hältst du dich für perfekt. Doch du bist ein perfektes Beispiel für den Dunning-Kruger-Effekt. Hab bei dir gehört, was ein paar gute Lines sind. Doch hab sofort gemerkt, du bist nur am Recyceln. Am meisten mag ich deine Fingerfarben-Lines. Und auch die Videos haben Kindergarten-Vibes. Langsam wird der blasse Junge, glaubt es kaum. Wenn Margin meine Punkte zählt, schreit er Stop the Count. Ja, und auch im letzten Teil vor der Hook waren nochmal ein paar ziemlich saftige Punchlines mit dabei. Und ja, dann kommt halt nochmal die Hook, wofür ich dann jetzt nicht nochmal Punchline-Punkte gegeben habe, was aber verständlich sein dürfte. Grammatik ist in deinen Texten nicht mehr drin. Dagegen würde Shizu mit seiner Quali gewinnen. Manchmal redest du sehr einem kleinen Kind. Punches wie du geschlecht, meinst du das ehrlich? Shizu hat den Sieg jetzt locker in der Tasche. Strafrechtlich dein, ich hätte ihn trotzdem gewinnen lassen. Diese Runde macht jetzt meinen ganzen Tag perfekt. Du nimmst anderen das Spielzeug und ich dir die Punches weg. Eigentlich hatte ich auf die MBT keinen Bock mehr. Aber dich gewinnen zu lassen, fiel mir dann am Ende doch schwer. Inhalt und Delivery jucken dich den Scheiß. Margin kickt den Jungen, denn Arroganz hat ihren Preis. Ja, alles in allem eine sehr gute Runde. Aus Punchline-technischer Sicht. Und weiter geht's mit Kijeras Runde. Für die schöne Hook und sehr musikalisch, muss ich dazu sagen, gibt es einen Frontpunkt von mir. Und ja, jetzt kommt der Part. Ich google deinen Namen und bekam einen guten Google-Treffer. Du bist Shizu, denn du hältst dich wirklich für einen guten Rapper. Lass du Wack-Rapper verschwinden, so wie der Körper fehlt. Mit deiner 4. Line hast du Selbstironie durchgespielt. Du frontest Hero hier mit Monoton
oder Technik. Und das bei dieser Scheiße, die zum großen Teil dein Text ist. Aber eine Sache peil ich bei dir einfach echt nicht. Warum lässt du Reime zum Ende der Runde weg? So, der Part steigt direkt sehr gut ein, also die ersten 8 Bars geben direkt 8 Punchline-Punkte, die sitzen meiner Meinung nach alle sehr gut und ja, weiter. Bleib zu hoffen, dass du nicht wieder so einen Mist schreibst. Schützos Runden werden von ihm selber noch gedisliked. Im Kopf von dir werden öfters Menschenmengen laut. Und den letzten Beat hast du aus einem Selbstgespräch gebaut. Du bringst immer wieder nur so lächerlichen Piss, Mann. Die Hälfte deiner Schützerstimmen feuert lieber mich an. Du bist schizophren und das im positiven Zustand. Deshalb hört sich Rapper-Scheiße für dich auch noch gut an. So, die nächsten 8 Bars fand ich persönlich nicht so dolle. Da gefielen mir die ersten 8 ziemlich deutlich besser und Junge, ziemlich deutlich und ja, deswegen dementsprechend nicht so viele Punkte. Dann kommt nochmal die Hook. So, und auch im zweiten Part steigt Kijera sehr gut ein, wie ich finde. Dafür sind die nächsten 4 Zeilen aber eher nicht so dolle. Und dann kommen wieder bessere Zeilen. Du klingst scheiße, hast du Ruffins, hast noch gerappt und die Kacke dann bearbeitet mit After Effects. Ist schon lustig, dass ein Ruffer-Sohn wie du hier mitmacht. Du klingst halt genauso geil wie Ananas auf Pizza. Geiler Schuss in den Ofen, shit, so hältst du dich für Team Rocket. Hast du gar nicht mitbekommen, dass ich dein eigener Beat frontet? Du bist nicht nur schizophren, sondern auch noch dumm. Dein Text ist zwar abstrakt, doch noch lange keine Kunst. Aber shit, so meisterhaft deliverst du die Lines da. Fällt fast gar nicht auf, dass sich meistens gar nichts reimt. Mein Gehirn beim Texten, so dem hau ich auf die Schnauze. Dein Gehirn beim Texten, ja, Zeit für eine Pause. So, in den ersten 4 Bars, jetzt nachdem ich wieder geredet hatte, habe ich einen Frontpunkt nur gegeben, aufgrund der Ananas auf Pizza Line. Ich finde es halt auch ziemlich eklig, wie kann man Ananas auf Pizza essen? Das ist unglaublich. Nein, und danach die nächsten Zeilen fand ich wieder sehr gut, beziehungsweise stabil. Und ja, dann kommt halt nochmal die Hook und dann ist auch Ende. Insgesamt komme ich hier auf eine Punchline-Dichte bei Schizophrenic von 61,36% und bei Kijera eine Dichte von 63,88%. Und ja, somit ein ganz knappes 3:2 für Kijera bei Punchlines. So, nun kommen wir zum letzten Punkt, den Extrapunkt. Hier gebe ich für Kijera einen. Da bei Kijera für die durchaus musikalische Hook von Jona gesorgt wurde und bei Schizophrenic gebe ich sogar 2 für die bessere Videoqualität und die Punches in der Hook von Kelebo und das generell bessere Gesamtbild der Runde. Somit ein 1:2 für Schizophrenic bei Extrapunkten. Und ja, jetzt haben wir einen Unentschieden. Und aufgrund der Punchline-Dichte gewinnt Kijera das Battle. Wie gesagt, das Battle war sehr, sehr knapp, war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ja, Kijera ist somit im Viertelfinale und Schizophrenic leider raus und ja, wir sehen uns in der nächsten Analyse.